Leute, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar gibt es heute wieder einen Junkyard Wall. Ich liebe diese Videos und ich weiß, dass ihr sie auch liebt. Und achtet nicht auf meine verkrüppelten Nägel. Es gibt ein Experiment dazu. Ihr habt mich noch nie mit solchen Nägeln gesehen. Höchstens vor 6 Jahren, wo ich mit YouTube angefangen habe. Aber seitdem nicht mehr. Was ist das? Naja, egal. Beachtet meine Nägel nicht. Auf jeden Fall fangen wir jetzt direkt mal an mit dem Video. Ich werde das so ein bisschen Haul-Werbung versus Realität mäßig gestalten. Und es gibt zu einem Teil noch eine kleine Story. Ja, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe wie immer einen Rabattcode für euch, wenn ihr bei Junkyard bestellen wollt. Der heißt ErikaJunk15. Damit spart ihr 15% auf das gesamte Sortiment bis auf Sale-Artikel ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Ich liebe die Sachen einfach. Die Sachen sind perfekt. Ach so, und beachtet bitte auch nicht mein Loch hier drin. Danke. Genug Geschwärm, wir fangen jetzt an. Ich beginne wie immer zuerst mit den Eigenmarken von Junkyard. Und dann gehen wir rüber zu den Markenklamotten. So, da ist hier schon das erste Teil, was auf jeden Fall vollkommen fehlgeschlagen ist, was Werbung versus Realität angeht. Und zwar ist das hier dieses Hemd. Ich blende euch mal das Werbungbild ein. Und auf dem Bild sah das für mich aus wie eine richtige Jeans-Kordjacke. Also ich dachte, das wäre so ein richtig fester Stoff. Wobei, ich hätte auch lesen können, auf einer Skala von 1 bis 3, sprich die Dicke des Kleidungsstückes eine 1. Auf jeden Fall, ich dachte, das wäre wirklich so eine richtige Jeansjacke in einer Kordoptik. Und habe die mir deswegen auch in XS bestellt. Und wollte sie halt abschneiden, dass ich so eine kurze Jacke dann habe. Wobei, nein, es ist ein bisschen anders. Krass. Ich dachte jetzt, es wäre dasselbe, was ich schon in meinem letzten Haul gezeigt habe, in diesem krassen Blau. Aber es ist doch ein bisschen anders. Ich wollte unbedingt mal eine weiße Jeansjacke. Und es ist eher so cremefarbig statt so perlweiß. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Und ja, bin gespannt, wie das gleich angezogen aussieht. Das ist jetzt von der Firma Sweet SKTBS. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist es auch eine Junkyard Eigenmarke. Hier hinten steht das auch nochmal drauf gedruckt, aber das erkennt man halt kaum. Weil weiß auf weiß ist scheiß. Spaß. Ja, aber das erste Teil gefällt mir trotzdem schon mal sehr gut. So, weitermachen wir mit einem Hoodie, der mir gestern schon das Leben gerettet hat. Ich war nämlich gestern nach dem Sport mit die Lara essen. Und mir war so kalt und ich hatte nur mein Sportdress an. Und dann habe ich diesen Pulli hier angezogen. Es ist eine Collabo mit Junkyard. Und zwar ist das so eine Silver Edition. Also dieses Fila-Zeichen ist komplett so... Das ist ein ganz besonderer Stoff, so... Meine Nägel, was ist das? Egal. Auf jeden Fall ist der Pulli, also ich habe den eigentlich für Alex bestellt, in Größe M extra. Aber ich glaube, der wird ein bisschen zu eng, weil bei mir sitzt er schon relativ eng. Oder ich bin einfach nur fett geworden, man weiß es nicht. Vielleicht können wir uns den ja auch teilen. Auf jeden Fall ist der von innen komplett gefüttert, also hält super warm und ist super schön. Und schwarzen Hoodie, damit kannst du nichts falsch machen. Dann kommen wir zu einem Pulli, der auch so geil ist. Also normalerweise bin ich gar nicht so der Hoodie-Typ. Aber für diese kalte Jahreszeit jetzt gerade, also wir haben ja auf jeden Fall noch diesen nächsten Monat, ist es ja noch kalt. Und ich fliege ja auch nächsten Monat endlich nach New York. Und da dachte ich mir, passt das doch wie Arsch auf Eimer. Habe ich mir diesen Pulli hier bestellt. Ich muss mal gerade gucken. Okay, den habe ich in Größe S bestellt. Und diese Farbe ist so schön. Okay, der ist auf jeden Fall sehr groß. Also ich glaube, ich hätte sogar XS bestellen können, weil der extra so schon oversize geschnitten ist. Und ich finde dieses Mint mit der weißen Schrift so schön. Wieder von Sweet SKTBS. Ja, auf jeden Fall ist der so richtig breit einfach geschnitten, so richtig chillig. Und von innen ist der ebenfalls wieder gefüttert. Und er ist einfach nur wunderschön. Und der sieht auch wirklich genauso aus wie in der Werbung. Also 1:1 super wunderbar. So, dann kommen wir zu einem Oberteil, was ich ebenfalls schon habe, nur in einer anderen Farbe. Also ich kann euch auch mal einige meiner letzten Junkyard Hauls in der Infobox verlinken. Und dann könnt ihr mal gucken und euch ein bisschen durchstöbern, ein bisschen Inspiration gucken, weil ich wirklich immer alles angezogen zeige und ihr das dann immer perfekt sehen könnt. Und zwar ist das dieses Langarm-Shirt, Sweatshirt, ja, wie man es nennen mag. Das habe ich in Größe XS genommen, also in der kleinsten Größe, weil die wirklich schon sehr groß ausfallen. Ja, also ich habe den halt auch schon in so einem Beige-Ton, was ich sehr schön finde, aber in Grau finde ich es auch sehr schön. Vor allen Dingen mit dieser türkisen Aufschrift. Ich finde, das
ist so ein richtig schöner Kontrast einfach. Und sonst ist es halt wirklich komplett schlicht. Diese Pullis, die sind auch übrigens unisex. Also ihr könnt die auch für euren Freund mitbestellen. Also ich habe den zum Beispiel auch mit meinem Freund, also den in braun, habe ich auch mit meinem Freund im Partnerlook. Kann man ganz chillig tragen. Ja, und der Stoff, also Leute, wirklich, die Sachen haben eine richtig gute Qualität. Also wirklich richtig, richtig perfekt. Dann kommen wir zu einem richtig coolen Oberteil. Das ist ebenfalls wieder eine Kooperation mit Fila und Junkyard. Und das ist auch aus der Silver Edition. Oh! Oh! Oh, okay. Also da ist schon mal, das ist halt krass, weil in der Werbung kannst du halt nicht sehen, was das für ein Stoff ist. Es sei denn, du liest dich halt so richtig krass durch. Ich hätte bei dem Bild niemals gedacht, dass das jetzt so ein Stoff ist. Ich dachte, das wäre so ein ganz normaler Baumwollstoff. Okay, aber hier steht 88% Polyester, 12% Elastan. Aber das ist halt wirklich dieser glänzende Stoff. Das ist wie so Badeanzug fast. Aber ich denke, das wird richtig gut sitzen. Und dieses Zeichen, ne? Guck mal, wie das funkelt. Richtig holomäßig. Ich denke mal, deswegen wird sich das auch richtig schön anschmiegen. Ich habe das auch in XS genommen, damit es ganz eng anliegt. Und ich finde es auch gut, dass es nicht zu kurz ist. Dass es auch, ne, nicht knapp unter der Brust endet oder so. Obwohl das größte XS ist. Weil meistens, wenn man dann so kleine Größen nimmt, XS, dann ist es nur so breit. Wow. Vor allem, das kann man auch voll gut zum Feiern. Also ich würde es jetzt nicht, ne, ich feiere halt kaum noch, aber man kann das theoretisch voll geil zum Feiern tragen. Das ist zwar sportlich, aber das ist so bling bling. Ihr seht angezogen, das Oberteil sitzt wirklich top. Das ist genau, also nicht zu groß, nicht zu eng, nicht zu klein. Jetzt kommen wir zum letzten Teil von der Junkyard Eigenmarke und das ist wieder Kooperation mit Fila. Ihr seht schon, diese Silver Edition gefällt mir richtig, richtig gut. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sachen findet. Und das ist jetzt ein T-Shirt, was ich in XL bestellt habe, weil ich gehofft habe, dass es lang genug sein wird, dass ich als T-Shirt-Kleid benutzen kann. Bin ich mal gespannt. Joa, könnte hinkommen. Moment, ich muss mal ganz schnell hinstellen. Ja, okay, eine Hotpan muss man auf jeden Fall dann auch drunter anziehen. Aber so an sich. Ja, ganz schlichtes weißes T-Shirt. Ja, hat halt wieder diese Chrom-Optik, das Fila-Logo. Und auch da, das T-Shirt fühlt sich wieder wunderbar an. Super Stoff, super klasse, alles toll. Wenn ihr klein seid, also ich bin halt 1,59, 1,60. Wenn ihr auch so klein seid, dann wird es auf jeden Fall auch als T-Shirt-Kleid passen. Wenn ihr natürlich größer seid, dann wird das nichts. Aber dann könnt ihr es auf jeden Fall auch in XL bestellen oder auch so, wenn man es halt Oversize tragen möchte. Auf jeden Fall cool, freue ich mich. Der Sommer kann kommen. Das war's mit den Junkyard Eigenmarken. Jetzt kommen wir zu den ganzen anderen Marken. Fangen wir mal ganz basic an mit einem T-Shirt von Adidas. Aber kein normales T-Shirt, nicht diese klassischen T-Shirts, die man so kennt von Adidas. Sondern das ist so ein eng anliegendes, wo auch die Ärmel eng sind. Boah, der Stoff ist richtig dick. Richtig, richtig dick. Krass. Krass. Und das hier oben ist sogar, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das hier oben ist sogar wie bei so Socken oder so, oder bei, keine Ahnung, das ist so ein Stretch-Dings. Vielleicht sieht man das ja, was ich meine. Ja, krempeln kann man das nicht, weil das so dünn ist. Dann würde ich das nur mit so einer Oversized-Hose tragen. Weil nur so standardmäßig als T-Shirt ist das jetzt nicht so mein Fall. Das habe ich in Größe, ich glaube, ich habe das sogar in 34 genommen, damit es auch schön eng anliegt. Ah ja, was ich vergessen habe zu sagen, was ich gerade sehe. Die ganzen Klamotten, die in Kooperation mit Fila sind, das sind alles Limited Editions. Also wenn ihr die Sachen geil findet, müsst ihr die sofort bestellen, sonst sind sie weg. Dann kommen wir mal zu einem Accessoire. Das ist noch eingepackt. Und zwar habe ich mir eine neue Bauchtasche bestellt. Aber jetzt haltet euch mal fest, Leute. Geil. Diese Bauchtasche ist von Eastpak, aber in einer Woman Edition. Also so nennt sie sich jetzt nicht, aber guckt euch das mal an. Das ist einfach diese klassische Eastpak, aber halt in rosa. Mit so einem anderen Stoff und so hier mit Rose Gold Applikationen. Und ey, ich finde die so cool. Das ist einfach voll richtig girly. Aber obwohl es eigentlich so eine Männerbauchtasche üblicherweise ist, finde ich einfach richtig geil. Auch hier der Verschluss. Also ich finde die unnormal nice. Ich freue mich schon, die zu tragen. Also auch bei der schlag zu, solange es sie noch gibt. Dann komme ich zum einzigen Teil, was ich diesmal für Alex bestellt habe. Weil diesmal dachte ich mir so nicht. Ich habe Alex, glaube ich, schon bis hier oben eingedeckt mit Klamotten. Deswegen habe ich ihm diesmal nur eine Sache bestellt. Und zwar, weil ich etwas gut zu machen hatte. Und das war halt die Story, die ich euch erzählen wollte. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Alex und ich haben uns vor, weiß ich nicht, 2 Monaten, 1 Monat, ich habe nicht so ein Zeitgefühl, ein bisschen die Haare bekommen, über einen ganzen Tag verteilt. Und wir wollten halt abends an einem Samstag schwimmen, also in die Thermen fahren.
Und ich sollte halt seine Sachen packen, weil die Sachen bei mir waren. Und ich hatte es halt ein bisschen eilig, weil ich noch vorher zu einer Freundin wollte. Und dann habe ich halt in seine Schublade gepackt, habe halt da die Badehose gesehen. Zumindest dachte ich, dass das die Badehose war. Habe die Badehose einfach so gepackt, in meine Tasche getan, nicht mal richtig hingeguckt. Und es war auch so dämmerig. Also es hat gedämmert und mein Zimmer war ein bisschen dunkel. Habe die Badehose einfach halt in die Tasche getan, andere Klamotten drauf und Handtücher und bin dann los. Ja, und dann haben wir uns halt ordentlich in die Haare bekommen. Und als wir dann im Schwimmbad angekommen waren, war dann die Spitze, dass er seine Badehose rausholen wollte. Und auf einmal war es nicht seine Badehose, sondern sein Hemd. Ein blaues Hemd, was halt so einen ähnlichen Stoff hatte. Und ich habe es halt nicht unterscheiden können. Vielleicht denkt ihr euch, jetzt ist sie dumm. Aber in dem Moment dachte ich mir auch so, wie konnte das passieren? Aber ey, ich... Keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall ist es einfach passiert. Es war ganz schön blöd. Und Alex war dann richtig sauer auf mich. Kann ich auch verstehen. Dann musste er halt dort eine Badehose kaufen, die unverschämt teuer war. Für so eine Badehose, die echt Schrott war. No name und keine Ahnung. Ihm sogar ein bisschen zu klein. Und deswegen habe ich ihm jetzt eine neue Badehose bestellt. Also er weiß noch nichts davon. Um das wieder gut zu machen. Und zwar ist sie von Calvin Klein. Er trägt ja auch immer Calvin Klein Boxershorts. Deswegen dachte ich mir, passt das doch ganz gut zu den Burschen. Ich hoffe, dass sie passend wird. Ich habe Größe M genommen. Die ist halt schwarz. Hat an den Seiten so Calvin Klein drunter. Ich hoffe einfach nur, dass sie passen wird. Weil ich wollte jetzt auch nicht L nehmen. Ich habe geguckt, die Badehose, die er sich dort im Schwimmbad gekauft hat, war auch M. Aber die war zu klein. Aber seine sonstige Badehose von H&M ist auch M. Deswegen habe ich einfach wieder M genommen. Hoffe einfach wirklich, dass die passt. Und ich finde die auf jeden Fall richtig fresh. Also jetzt... Hör mal, darfst du nicht mehr sauber sein. Nein, das ist ja eh schon Ewigkeiten her. So Leute, jetzt kommen wir zu meinen restlichen Klamotten. Und zwar durfte es für mich wieder neue NMDs geben. Leute, das sind einfach die bequemsten Schuhe aller Zeiten. Die habe ich halt schon in Grau und ich habe die schon tot gelaufen. Das sind halt meine Arbeitsschuhe, weil ich... Okay. Weil ich in denen... Oh, jetzt regnet es auch noch. Sabine, es reicht. Diese Schuhe sind einfach die bequemsten Schuhe aller Zeiten. Und deswegen habe ich die halt, wie gesagt, in Grau als meine Arbeitsschuhe. Ich habe die für Alex schon in Schwarz bestellt. Und jetzt habe ich sie für mich in Weiß bestellt als Sportschuhe. Also sie sind wirklich komplett weiß. Und Leute, ich schwöre auf diese Schuhe. Die sind so, so, so bequem. Das ist wirklich der bequemste Schuh, den ich jemals hatte. Ich meine, der kostet auch seine 150 Euro. Das ist auf jeden Fall ein stolzer Preis. Aber er lohnt sich allemal. Also wie gesagt, die Grauen, die habe ich jetzt schon... 2 Jahre bestimmt. Die zeige ich euch am besten nicht, weil die sehen Katastrophe aus. Ja, ah, und dann habe ich die auch noch in so einem Korallton auch für Sport. Aber ich wollte jetzt mal wirklich komplett schlichte weiße haben, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich so cool gekleidet bin beim Sport, dann bin ich irgendwie motivierter, Sport zu treiben. Bin ich ja die Einzige. Also, wenn ich mich quasi so wohlfühle und fresh fühle und so ein freshes Outfit anhabe. Deswegen wollte ich halt nicht wie so ein bunter Vogel aussehen, sondern einfach so ganz schlichte Klamotten. Ja, deswegen die. Und ich hatte die auch direkt schon beim Sport an. Ich habe das Paket von meiner Mom abgeholt, direkt die Schuhe rausgeholt, bin zum Sport gefahren. Dann durfte noch ein weiteres Paar Schuhe mit, denn das ist mein zweites Lieblingspaar Schuhe. Also ich muss sagen, die sind mittlerweile nicht mehr so meine Lieblingsschuhe, aber es sind einfach die bequemsten Schuhe. Deswegen trage ich die ja trotzdem weiterhin unnormal gerne. Aber meine wirklich Lieblingssportschuhe zurzeit immer noch, schon seit über einem halben Jahr, sind die Adidas Falcon. Auf jeden Fall habe ich mir die jetzt in der 4. Farbe oder so bestellt. Und zwar diesmal in komplett grau. Es ist für mich gewöhnungsbedürftig, weil ich das so gar nicht kenne. Ich hatte noch nie einen Schuh, der so komplett einfarbig war, glaube ich. Also meine haben eigentlich immer eine weiße Sohle. Sowas habe ich noch nicht in meinem Repertoire. Und ich bin ja so voll schuhsüchtig. Deswegen wollte ich diesen hier mal haben. Und ich finde es auch ganz cool, dass der dann hier diesen grünen, neongrünen Streifen hat, den man so ein bisschen sieht. Und Leute, diese Schuhe sind auch perfekt. Also ich liebe die auch. Die sind auf Dauer, wie gesagt, zum Arbeiten oder so, zum Sport super. Und die sind halt für den Alltag echt perfekt. Ich finde die auch super süß. Ich mag das, wenn Schuhe so ein bisschen klobiger sind tatsächlich. Dieser Falcon kostet meistens um die 99 Euro. Und das ist ja für Sportschuhe schon sehr günstig. Den habe ich, glaube ich, für 75 sogar gekauft. Moment, ich guck mal eben. Ja, der Schuh hat 74,96 gekostet, was wirklich ein Schnapppreis ist. Es ist ein Schnapp, Leute, ein Schnapp. Deswegen schnappt ihn euch. So, Leute, dann eine Sache, da bin ich noch sehr skeptisch. Und zwar ist das eine Leggings von
Nike. Und ich hatte auch schon auf dem Bild gesehen, dass der Stoff so wie bei so einer Strumpfhose ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Auf jeden Fall ist das so gerippt. Und da war ich schon so, ich weiß nicht. Und die Leggings sieht sehr groß aus. Ich habe Größe S genommen. Ich glaube sogar, dass die mir zu groß sein wird. Aber ich probiere sie halt gleich an. Aber was ich wiederum sehr schön finde, ist halt der Bund. Hier, dass da dieses Just Do It draufsteht. Und hier hinten ist es sogar so über Cross. Ja, das finde ich halt echt nice. Und die ist sehr schwer vom Material. Also für eine Sporthose stelle ich mir das ein bisschen unpraktisch vor. Aber ich habe sie noch nicht angezogen, deswegen kann ich es gerade noch nicht so richtig beurteilen. So, die Hose. Also auf den ersten Blick sitzt sie ganz gut, aber sie ist mir dann doch ein wenig zu groß. Also ein wenig viel zu groß. Also ich würde sie auf jeden Fall euch empfehlen, nicht irgendwie größer oder sowas zu bestellen. Aber die ist jetzt tatsächlich nicht irgendwie unangenehm wegen diesem Stoff oder sowas. Oder zu schwer oder was ich halt vorher gesagt habe. Sondern ich finde sie eigentlich ganz, ganz cool. Im Moment, ich muss mal kurz den Blickdicht-Test machen. Und die Hose ist halt auch blickdicht, was ich auch mega cool finde. Mir ist sie auch ein bisschen zu lang, deswegen habe ich sie auch ein bisschen gekrempelt. Und das absolute Highlight meiner Meinung nach ist halt wirklich ganz viele Etiketten, wie die hier hinten so über Cross aussieht. So, dann das nächste Teil. Ihr müsst wirklich meinen letzten Junkyard Haul gucken, weil irgendwie voll viele Parallelen dieses Mal wieder bestehen. Und zwar habe ich mir ein Body geholt von Iles. Und ich habe in meinem letzten Video die passende Sweatshirt-Jacke davon bestellt, also mit Reißverschluss. Ja, das ist jetzt ein Body. Ich finde das halt geil, wenn das so bis oben hoch geschlossen ist. Und irgendwie erinnert mich das an so Formel 1. Auch hier mit diesen Zeichen und so, keine Ahnung. Ja, ich liebe auch dunkelblaue Sachen. Finde ich irgendwie, schmeichelt einem immer voll. Auf jeden Fall finde ich, sieht das sehr elegant aus, obwohl das eigentlich wieder ein sportliches Teil ist. Und es ist halt ein Body. Ich bin gleich mal gespannt, wie mir das passen wird. Ist Größe 36. Sehr, sehr schön. Oh, ich glaube, das war's. So, das war jetzt auch das letzte Teil. Ihr könnt mir wie immer schreiben, welches Teil euch am besten gefallen hat. Und wie gesagt, vergesst nicht, meinen Rabattcode ErikaJunk15 zu benutzen, wenn ihr bestellen wollt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefallen hat oder was ihr komplett Katastrophe fandet, wie immer. Und dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.